Ich habe ja vorhin im Hall gesagt, dass ich ja anschließend ein Bastelvideo machen möchte. Und zwar werde ich die neue. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Die neue Cutting- und Prägeschablone ausprobieren. Und zwar für eine Geburtstagskarte von einer guten Freundin von mir oder ehemalige Arbeitskollegin auch. Die hat ja am Freitag hat sie Geburtstag und da wollte ich ihr was Schönes machen. Und dann werde ich jetzt mal ausprobieren, wie das hier funktioniert. Oder ob ich hier nicht eine verkehrte geholt habe. Ich schaue mal eben, ich probiere das aus. Ich kurbel die eben mal durch meine Big Shot durch. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert hat. Dann die kleinen Herzchen heraus. Weil man muss die ja nicht wegschmeißen, die kleinen Herzchen hier. Ja, die kann man ja noch aufbewahren und für was anderes nutzen. Auch. Aber es freut mich, dass das funktioniert hat, so wie es aussieht. Mal eben zur Seite. Das haben die Herzchen hier, falle ich mal alle ein. Gar nicht gesehen, was ich hier gemacht habe, ne? Ich und mein Talent wieder nichts zeigen zu wollen. Zwar schon wollen, aber nicht können. So, wie gesagt, das lege ich mal eben zur Seite. Na, so sieht die Karte aus. Ich glaube, ich werde da vielleicht was Farbiges dahinter kleben. Guck mal eben, ob ich schon das neue Papier nehme. Das Fancy-Papier, was ich hier gerade gezeigt habe, dieses hier. Oder ob ich was ein anderes nehme. Schau mal. Ich müsste irgendwo Glitterpapier haben. Moment. Hier Glitzerpapieren, verschiedenen Farben. Denk mal, ich werde vielleicht dieses hier nehmen. Dieses Pinke. Ich hole das mal alles da raus. Na. Sieht ja auch nicht schlecht aus. Die Frage aller Fragen hier, ne? Aber Blau sieht ja auch schön aus. Meine Stimme geht auch gerade weg. Hier haben wir Schwarz, aber Schwarz, ich glaube eher weniger, ne?
Obwohl, hat auch was. Haben wir hier einmal einen Bonus. Sieht auch schön aus. In Rot. Das ist das Lilane, dieses Pinke. Ja, schwierige Entscheidung. Schwierig, schwierig. Oder das Silberne? Ich gucke nochmal das Goldene hier vorne. Ich glaube, ich nehme mal das Goldene. Oh. Kann auch nur mir passieren. Jetzt will das auch nicht mehr hier rein. Dann mache ich das gleich. Ich gucke nämlich die Ecke nehmen hier unten, die ich gerade eingerissen habe. Das so. Beziehungsweise die andere Seite. Dann kann ich nämlich das ganze Stück hier unten nämlich abschneiden. Dazu nehme ich mir ein Lineal. Ich lege das hier so ziemlich genau an der Kante an. Ein Teppichmesser. Und schneide das ab. Natürlich darf in dem besten Fall nichts mehr verrutschen. Anlegen, abschneiden, dann werde ich das noch festkleben. Jetzt muss ich mal, mal schauen. Das ist jetzt natürlich doof. Kein dünnes Sticky-Tape mehr hat, sondern nur noch das breite. Versucht so vorsichtig und so nah wie es geht am Rand das aufzukleben. Ihr seht ja überhaupt nichts, was ich hier mache. Irgendwie will meine Halterung von der Kamera und nie das, was ich möchte. Schauen, ob ich das dahin
abschneiden kann. Das ist nämlich schon zu viel. Ich sehe überhaupt nichts, was ich hier mache. Ihr seht jetzt auch nichts, was ich hier mache. Weil ich habe das Talent, immer die Karten so wegzuziehen, dass ihr nicht sehen könnt, was ich hier eigentlich gerade tue. Das ist ja auch nicht schön. Dafür werden ja keine Videos gemacht, dass ihr nichts sehen könnt. Ich möchte euch das ja gerne zeigen. Ach, eine üble Macht der Gewohnheit. So, dann drücke ich das nochmal fest, damit das wirklich schön klebt. Ihr kennt das Spielchen. Einmal abfriemeln. Schon ab. So. Dann werde ich mir so ein. Wie mache ich das jetzt am besten? Da oben habe ich noch ein bisschen Kleber, das habe ich nicht gesehen. Vorsichtig abschneiden. So, dann haben wir da schon einmal. Wo habe ich denn hier Kleber? So, haben wir das schon mal. Dann nehme ich mir einmal diesen Kalender, ach, den Kalender, die Standschablone, die ich euch vorhin gezeigt habe. Und werde mir da mal was Schönes raussuchen. Das war schon. Vielleicht habe ich hier aber auch einen Stempel.
Vielleicht nehme ich mir auch diesen Stempel hier. Und schon habe ich dann noch einen. Nehme ich mal die schwarze Farbe. Mal gucken, ob ich hier noch. Jetzt merkwürdig, merkwürdig. Ich meine, ich hätte vorhin gerade hier noch. Einen Stempelblock rausgestellt, einen kleinen. Nun gut, dann nehme ich einmal den großen. Knibbel ich mir das hier ab. Klebe das mal hier oben in der Ecke auf. Ist jetzt ein bisschen verschwommen, aber nun gut. Ist ja handgemacht. Dann darf das. Dann nehme ich mir mal einen anderen Block von Action. Das ist auch ein älterer Block, den kennt man sicherlich auch schon. Und werde mal schauen, ob es da was Schönes gibt. Ich glaube, ich werde mir den Sticker mal hier nehmen. Den mit dem. Seht ihr das gar nicht? Ich zeige euch das gleich. Einmal diesen hier. Und werde mir den hier aufkleben. So. So sieht die von vorne aus. Innen, dann kann ich hier noch was Schönes hinschreiben. Dann wäre diese Karte auch schon fertig. Hoch, Entschuldigung, ich habe euch auch am Ladekabel und mein Handy gerade leer war. Ja, ich räume das jetzt alles weg. Das war auch schon die Karte gewesen. Da schreibe ich gleich was Schönes rein. So sieht die Nummer von vorne aus mit dem Glitzerpapier. Von innen, da werde ich was Schönes reinschreiben. Ob ich die Karte jetzt so weiß lasse oder ob ich da auch noch was drauf packe, das weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, ich lasse diese so schlicht.
und halt dann nur von innen. Ja, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns, beziehungsweise hören uns beim nächsten Video. Tschüss!